Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, was ein SQL-Index ist und wie du diesen anwendest. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Der SQL-Index funktioniert wie ein Stichwortverzeichnis am Ende eines Buches. Neben dem Suchbegriff stehen alle Seiten, in denen dieser vorkommt. Das ist eine deutlich effizientere Methode, anstatt das komplette Buch nach dem Begriff zu durchsuchen. In regulären SQL-Abfragen wird allerdings jede Datenzeile bzw. jeder Datensatz nach Übereinstimmungen geprüft. Erstellt man hingegen einen SQL-Index, entsteht genauso ein Verzeichnis wie im Beispiel des Buches, in dem jeder Begriff aufgelistet wird. Wie sieht das nun konkret aus? Angenommen, es werden alle Datensätze aus einer Tabelle, die den Suchbegriff beinhalten, an den Begriff geknüpft. Stellt man nun eine Suchabfrage, ist die Laufzeit deutlich kürzer, da nicht mehr alle Datensätze in dieser Tabelle mit der Abfrage verglichen werden. Die Abfrage sucht nun nach der Stelle im Index und gleicht diese Datensätze mit der Abfrage ab. Wie erstelle ich nun einen SQL-Index? Das sehen wir uns nun an einem vereinfachten Beispiel näher an. Und zwar bin ich hier mit dem Management Studio auf eine Datenbank verbunden und habe darin nun mehrere Tabellen und wir sehen uns für dieses Beispiel die Kundentabelle an. Diese Kundentabelle beinhaltet wesentlich mehr als 1000 Datensätze und zwar insgesamt ca. 200.000 Datensätze und an diesem Beispiel kann ich nun beginnen, eine einfache SQL-Abfrage zu erstellen und möchte dann darauf hinweisen, wie diese mit einem Index angepasst werden kann. Wenn ich nun mit einem where-Befehl die Abfrage erweitere, und zwar angenommen, ich möchte alle Datensätze, die mit dem Buchstaben C beginnen. Nach Ausführung erhalte ich ca. 15.000 Datensätze und diese erfolgt relativ zeitnah. Wenn ich nun aber einen Index anwende, ist die Ausführung nochmals wesentlich schneller und optimiert. Wie kann ich das nun machen? Und zwar, indem ich die Syntax verwende: Create Index. Anschließend vergebe ich nun den Namen dieses Indexes. Diesen nenne ich i_first_name und anschließend die entsprechende Tabelle, in diesem Fall AdventureWorks DBO Kunde und gebe dann den entsprechenden die entsprechende Spalte an. Abschließend muss ich noch, das habe ich hier übersehen, und zwar den Befehl on angeben. Wenn ich nun diese Abfrage ausführe, wird nun für diese Tabelle ein Index erstellt und kann somit bei Ausführung dieser Abfrage mit einem wesentlich schnelleren Ergebnis rechnen und auch ein viel optimierteres. Ich kann nun auch diesen Index auf mehrere Spalten erweitern. Beispielsweise kann ich nun diesen Index auch auf First Name und Last Name erweitern. Denn wenn ich nun die vorhergehende Abfrage auf Last Name ausführe, so wird diese nicht von dem Index
zurückgreifen bzw. optimiert. Deshalb benötigt es in diesem Fall ein Index für beide Spalten. Diese kann ich ebenfalls wie hier angeben und einen neuen Namen vergeben und erstelle diese. Nun kann ich auch für Last Name und First Name die entsprechende SQL-Abfrage ausführen, welche dann optimiert ist. Nun zu guter Letzt, wie kann ich nun diesen Index wieder entfernen? Das lässt sich durch den Befehl Drop Index und anschließend den Namen für den entsprechenden Index. Wenn ich nun diesen ausführe, benötigt es auch hier das On und dann die entsprechende Tabelle. Führe diese aus und anschließend wird der Index wiederum gelöscht. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesem Index die Abfrage wesentlich beschleunigen und auch die Tabellen optimieren. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!